Because you were inspired by the devil? Yes. That's it. I was inspired by the devil. I am inspired by the devil! Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger, zurück von der Insel. Und letztens habe ich mit großem Interesse das Video von meinem Freund Christian The Malthead gesehen, 5 Whiskys für die Insel. Und damit hat er mich inspiriert, ein ähnliches Video zu machen, beziehungsweise ein Video zu selben Sachverhalt. Und die Geschichte ist ganz klar, welche 5 Whiskys aus unserer Sammlung würden wir bei einer Zombie-Apokalypse mitnehmen, wenn wir uns auf eine einsame Insel retten würden, um praktisch mit hohem Genuss die Apokalypse auszusitzen. Der eine oder andere war, glaube ich, wenn ich das so in den Kommentaren gelesen habe, bei Christian so ein bisschen irritiert, warum er sehr hochpreisige Whiskys ausgewählt hat. Hat ganz klar den Grund, ich bin da genauso rangegangen, wenn ich schon auf eine einsame Insel fliegen muss und neben Whiskys mit aus meinen Vorräten, werde ich mit Sicherheit nicht einfache Standards mitnehmen, sondern wenn denn die teuersten Whiskys, die ich habe, die ich immer schon mal probieren wollte, die ich mir extra dafür gekauft habe, bevor ich aufgefressen werde, möchte ich natürlich mich von innen mit gutem Stoff konservieren. Das ist einfach der Hintergrund. Ja, dazu ganz klar habe ich jetzt meine persönliche Auswahl getroffen. Und neben diversen Waffen wie diese Fakouche habe ich natürlich auch Whiskys ausgesucht. Und ich wäre nicht der Whisky-Wikinger, wenn da nicht der eine oder andere Bowmore dabei gewesen wäre. Und ich fange auch schon mal an mit meinem absoluten Lieblings-Bowmore. Der muss einfach dabei sein. Den Göttern sei Dank habe ich davon noch die ein oder andere Flasche bei mir im Vorrat und würde natürlich den Lemwick mit 15 Jahren mitnehmen. Diese Flasche ist schon gut geleert, habe gestern gerade wieder einen Trend rausgenommen, aber wie gesagt, ich habe noch welche vorrätig. Der 15-jährige Lemwick ist eine fast starke Abfüllung, in diesem Fall mit 54,1 Volumenprozent abgefüllt, 15 Jahre. Und wir haben hier eine Sherry Cask Finish Abfüllung zu stehen. Ja, Oloroso. Spannenderweise, damals als den Lemwick gab, hatte der einen Ausgabepreis gehabt, so um die 50 Euro. Mittlerweile sind die Preise jenseits von Gut und Böse, die Abfüllung ist wie gesagt aus dem Sortiment verschwunden. Man kriegt die noch, aber in der Regel nur auf Auktionsplattformen. Und da hat er letztens gerade die 300 Euro Marke geknackt. Und auch wenn ich ein großer Lemwick-Fan bin, 300 Euro, da bin ich auch raus. Na, die letzten Flaschen, die ich mir noch besorgen konnte, hatten so Preise gehabt, so zwischen 150 und 180 Euro. Das ist er mir auch wert. Dann würde ich eine Neuerscheinung mitnehmen auf die Insel.
natürlich auch ein Beaumont, diesmal mit 21 Jahren und eine Vollreifung in französischen Rotweinfässern und starken 48,4 Volumenprozent. Die würde ich einfach aus dem Grund mitnehmen, ich kenne sie nicht. 48,4 Volumenprozent ist immer spannend, 21 Jahre bei Beaumont sowieso. Und eine Vollreifung in Rotweinfässern finde ich natürlich auch mega genial. Ich kann mir vorstellen, dass er ein ähnliches Aromenprofil hat wie der 19-jährige Beaumont aus der Amazon Edition. Wie gesagt, auf den bin ich unheimlich gespannt. Wäre auf jeden Fall ein Kandidat, den ich auf die Insel mitnehmen würde. Preislich liegt der so um die 200 Euro. Aktuell ist eine Limitierung. Wie stark die Limitierung ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Weiß auch daher nicht, wie viele Flaschen letzten Endes den Weg nach Deutschland gefunden haben. Erfahrungsgemäß kann ich mir aber vorstellen, dass er relativ schnell vergriffen sein wird. Weil 200 Euro, sag ich mal, bei 48,4 Volumenprozent, eine Vollreifung, französische Rotweinfässer und von der Insel Islay, ein Beaumont, geht der Preis meiner Meinung nach. Das sind Preise, die sonst so bei unabhängig abgefüllten Beaumonts aufgerufen werden aktuell, die so 18, 19 Jahre alt sind. Wie gesagt, hier haben wir über 20 Jahre. Spannender Beaumont, definitiv für mich ein Inselwhisky, weil ich den noch nicht kenne. Bei 1000 Abonnenten würde ich den aufmachen und verkosten. Als drittes, wie kann es anders sein, auch ein Beaumont, hier den 25-jährigen. Mit 43 Volumenprozent abgefüllt. Auch ein Finish in Sherry-Fässern. Und den kenne ich schon. Habe auch diesbezüglich schon ein Verkostungsvideo gedreht. Zusammen mit dem lieben Tomek von Whisky Gold. Mega geiler Whisky. Also das ist ein Brett. Den sollte man definitiv mal probiert haben. Und macht sich auch sehr, sehr, sehr gut, denke ich mal, als Inselwhisky. Ist ein Whisky, den man nicht jeder Tage trinken kann. Dazu ist er preislich auch exorbitant teuer geworden. Letztes Jahr lag er noch so im Schnitt bei 220 bis 250 Euro, je nach Anbieter. Heutzutage werden Preise aufgerufen um die 300 Euro für diese Flasche. Muss jeder selber wissen, ob ihm das wert ist, für einen 25-jährigen Islay Whisky. Wie gesagt, bei einem Lambrick wäre ich bei 300 Euro raus. Oder bin ich bei 300 Euro raus, gerade weil ich auch noch Flaschen habe. Beim 25-jährigen Beaumont, meine persönliche Meinung, würde ich bei 300 Euro noch überlegen, ob ich mir da noch eine Flasche order, bevor er noch teurer wird. Ja, so wie Christian gesagt hat, dass er auch eine externe Flasche mitnimmt, falls ich ihn auf der Insel besuchen werde, sicherlich mit meinem Drachenboot, habe ich natürlich auch für unseren lieben Christian eine Flasche mitgenommen. Und er ist ein ähnlich verrückter Highland Park Fan wie ich. Und da mein 18-Jähriger sich langsam der Neige zuwendet, nehme ich hier den Highland Park Sigurd mit. Davon habe ich noch eine andere Flasche, die ältere Edition. Hier gefällt mir die Holzkiste aber besser, weil das ist hier nicht beklebt, sondern reingebrannt. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und diesen Highland Park Sigurd würde ich für meinen guten Freund Christian mitnehmen auf die einsame Insel, wenn er mich besucht, dass er da auch einen schönen Whisky trinken kann. Von so einem großer Beaumont-Fan ist er nämlich nicht. Ja, 43 Volumenprozent ist eine Vollreifung von Sherry gereiften Highland Parks. Es soll eine Menge ältere Whiskys, ältere Highland Parks mit vermehlt worden sein. Ich bin gespannt. Ich kenne ihn nämlich auch noch nicht. Habe den noch nicht probiert. Drum würde ich den auch unter anderem auf der Insel mitnehmen. Preislich liegt auch schon am oberen Ende von Highland Park, NAS-Abfüllung. Es ist eine NAS-Abfüllung und liegt preislich so um die 120, 130 Euro. Für die Insel kann man es machen. Und
Mein fünfter Kandidat wäre der Glengoyne 21, weil das ist einfach ein Brett. Also über den brauche ich gar nicht so viel sagen. Ist ein toller Whisky. Hier noch einen alten Design habe ich mir nachgekauft, als ich mitbekommen habe, dass sie das Sortiment ändern bei Glengoyne. Und ich habe einfach über die Zeit die Erfahrung machen müssen, dass oftmals, nicht immer, aber oftmals mit einer Designänderung auch eine Änderung der Qualität stattgefunden hat. Dieser 21-Jährige ist eine Vollreifung in Sherryfässern mit einer natürlichen Farbe. Er ist relativ düster und auch da habe ich schon ein Verkostungsvideo gemacht. War seinerzeit unglaublich schwer begeistert von diesem Whisky gewesen. Bin ich immer noch. Er wird natürlich ganz klar getoppt vom 25-Jährigen Glengoyne. Auch da habe ich schon ein Verkostungsvideo zugemacht. Hab den 25-Jährigen aber nicht da. Der ist preislich, liegt da auch so um die 330 Euro zurzeit, glaube ich. Ist daher für mich raus, weil das sind dann so Preise, wie gesagt, da überlege ich bei Brumor, bei anderen Destillen nicht unbedingt, obwohl der 25-Jährige ist wirklich eine Wucht. Ja, könnte ich gar nicht so genau sagen, welcher mir da besser gefällt, der Brumor oder eben halt der Glengoyne 25, kann ich gar nicht so genau sagen, aber naja. Nichtsdestotrotz, das ist meine Auswahl, Brumor Lambwick, Bowmore 21, Bowmore 25, Hallenpack Sigurd und der 21-jährige Glengoyne. Die 5 Whiskys würde ich neben diversen Waffen mitnehmen, um mich auf einer einsamen Insel zu verschanzen, mit meiner Familie natürlich, vor der ausbrechenden Zombie-Apokalypse. Und ich würde jeden Morgen und jeden Abend am Strand stehen, Ausschau halten nach Christian, wenn er mit seinem Ruderboot mich besuchen kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, schreibt mir bitte in den Kommentaren rein, welche eure 5 Insel-Whiskys wären. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Zombie-Apokalypse sein, es reicht ja auch eine weltweite Pandemie, um sich auf eine Insel zurückzuziehen. Ja, wäre ich absolut interessiert und in dem Sinne entlasse ich euch in die Arbeitswoche. Euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.